Was machen wir jetzt hier? Drücken wir auf die Plätze. Los. Nein, wir zählen lieber bis drei. Eins, zwei. Dieses Video ist gerichtet an Amir. Der hat vor ein paar Minuten noch einen Livestream gemacht. Das ist unglaublich, was er da rausholt. Unglaublich. Also man kann das wirklich nicht verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn immer wieder erniedrigt, immer wieder Sachen in den Mund gibt, wo er sich ins Lächerliche zieht. Und wir werden inshallah auf das Video gleich eingehen. Doch eine Sache will ich noch klarstellen. Subhanallah, ja, dieser Mensch, was wir in den letzten Videos hochgeladen haben, dass manche Seelen ihn immer noch anvertrauen. Ja, obwohl dieser Mensch Jesus sogar benutzt. Er benutzt Jesus, ja, um Unzucht zu treiben. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Er benutzt den Glauben, damit er Unzucht treibt. Und diesen Menschen vertrauen noch einige Christen. Unglaublich. Ich kann es wirklich nicht fassen. Ich kann es auch nicht verstehen. Aber anscheinend sind diese Seelen so verlogen, ja, dass sie gar nicht merken, ja, dass wie die in Sünde gefallen sind. Unglaublich. Das kann man gar nicht fassen. Das kann man gar nicht verstehen. Ich meine, dieser Mensch sagt zu, also irgendwelche Leute, die unwissend sind, die sich vielleicht bekehren werden zum Christentum, warum auch immer, die schreiben ihn an, wollen ihn treffen, damit die sich bekehren können. Die landen dann bei Amir zu Hause auf dem Bett, ja, und dann passieren Sachen, die normalerweise nicht passieren sollten, die verboten sind, und am nächsten Tag gehen die einfach bei ihrem Bruder Buße tun. Buße tun, und dann wird die Person bekehrt zum Christentum. Erst ausnutzen und dann Buße tun und dann bekehren. Und diese Menschen sind noch vertrauenswürdig. Subhanallah, gepriesen sei Allah, dass er immer wieder seine Lügen aufdeckt, dass er immer wieder sein Gesicht zeigt. Das haben wir im letzten Video gezeigt, dass er das getan hat, ja, und einfach Jesus ausnutzt. Was heißt Jesus? Jesus kann er ja nicht ausnutzen, aber den Glauben nutzt er aus, damit er seine Hawa, ja, seine Gelüste treibt, damit er seine Gelüste treibt, ja. Also erstmal wollen diese Personen, die unwissenden Menschen, Christin werden, und danach kommen die, landen bei ihnen auf dem Bett, ja, und dann wird tak 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 irgendwas gemacht, ja, und später wird Buße getan, und das ist die Religion der Wahrheit, das ist der Glaube der Wahrheit. Jesus ausnutzen, Jesus benutzen. Ich meine, diese Seelen, merken die das nicht mal, dass dieser Mensch keineswegs mehr vertrauenswürdig ist? Dass dieser Mensch den Glauben ausnutzt? Geld, Aufmerksamkeit und Frauen. Man weiß gar nicht, wie viele Frauen er noch so benutzt hat für seinen Glauben, ja. Allahu a'lam. Ich meine, wir haben schon zwei, eine Ex-Freundin haben wir schon gesagt, ja, ausgesagt, die hat ausgesagt. Zumindest eine Audioaufnahme hatten wir schon veröffentlicht, ja, dass die Ex-Freundin gesagt hat, und jetzt auch nochmal jemand, ja, und die, ich habe ein bisschen mehr eigentlich. Allahu a'lam, vielleicht werde ich das auch nochmal erzählen. Auf jeden Fall ist da ein bisschen mehr passiert als das. Also es war wirklich eine Frau gewesen, die unwissend war. Durch die Unwissenheit ist sie dann gestoßen. Wo? Bei Amir zu Hause im Bett. Aus Unwissenheit, könnt ihr euch vorstellen, dass sie unter Schock war und gedacht hat, wo bin ich hier gelandet? Was ist da passiert? Was ist hier passiert überhaupt? Ich meine, die Person hat sich ja bei mir gemeldet. Ja, aber ich will nicht mehr dazu sagen. Aber auf jeden Fall unglaublich, dass diese Menschen das ausnutzen für ihren Glauben und dass noch verlogene Seelen ihre Seelen verkaufen an solche Gestalte, die ihren Glauben benutzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Subhanallah. Und ich habe sogar Leute, die in ihrer Gemeinde waren, selbe Gemeinde, selbe Kirche, die schon ausgesagt haben, dass diese beiden, der Amir, und beziehungsweise sein Bruder Rizza, dass sie einfach Unruhestifter sind. Unruhestifter vom Feinsten. Ja, vom Feinsten. Und aber wir wollen lieber zum Video zurück, weil wie gesagt, das sind einfach verlogene Seelen. Wer seine Seele verkaufen will an den Satan, viel Spaß. Da habt ihr Amir. Viel Spaß. Geht. Geht. Macht, was ihr wollt. Ja, das ist ja eure eigene Seele. Wenn ihr an jemanden eure Seele verkauft, der den Glauben Jesus benutzt, das Christum benutzt, damit er einfach nur Frauen Unzucht treiben kann, dann viel Spaß, dann macht es.
Halas, mach das, lass uns in Ruhe, mach das. Weil mit diesen Leuten wollen wir gar nichts zu tun haben. Was ist das? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mal normal, ja, Ali. Das ist ja, es geht hier lange nicht mehr um Jesus hier oder so. Wir gucken uns mal hier mal eine Videoaufnahme an hier, blenden es hier ein. Das neueste Video, Livestream. Das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala mal wieder zulässt. Livestream, Livestream, Livestream. Was heißt Livestream bei Amir? Fehler, 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 Fehler. Das ist Livestream, heißt einfach Fehler machen bei Amir. Weil so krasse Fehler, wie er hier macht, das ist unglaublich. Ihr werdet euch kaputt lachen. Das ist wirklich unglaublich. Das ist nicht mehr normal. Das ist einfach Erniedrigung vom Feinsten. Mehr kann man nicht erniedrigt werden. Gucken wir uns mal an, subhanallah, was dieser Dejalius Chitenzo sagt, Gandabachapur, und dann werden wir inshallah nochmal eingehen, das Thema. 70 Vers 40. Noch ein bisschen Und wir Wasser. können jetzt jede Übersetzung nachgucken. Wir schauen erstmal bei der Ahmadiyya vorbei. Ahmadiyya. 70 Vers Bei 40. der Ahmadiyya. Aber nein, ich schwöre Hat er bei. jetzt wieder Ahmadiyya kennengelernt? Genau da gehörst du hin, ey. Geh zu den Ahmadiyya. Die glauben auch an Jesus. Herren des Ostens und des Westens, dass wir imstande sind, besser als sie an ihrer Stelle zu setzen und keiner kann uns hindern. Wer spricht denn hier, wenn das Gottes Worte sind? Ich schwöre beim Herrn des Ostens, Allah schwört auf einen Herrn des Ostens. Also Allah schwört auf sich selbst und das ist das Schlimme daran. Warum schwört er auf sich selbst? Weil Allah ist Allah und Herr ist Rab. Rab ist ein bisschen mehr als Herr. Ja, Rab. Also Rab ist der Erschaffer. Ja, es ist wie Ab. Das haben die einfach ausgetauscht eigentlich. Der Vater. Ab und Rab ist eigentlich dasselbe. Weil in Genesis kommt zum Beispiel Ab gar nicht vor. Vater als Gott kommt gar nicht vor. In ganzen Genesis kommt es gar nicht vor. Dazu habe ich auch ein Video gemacht und schon gezeigt, dass in der babylonischen Zeit erst der Vater Gott genannt wurde. Vor der babylonischen Zeit Gott gar nicht Vater genannt wurde. Ja, aber das ist nicht gerade das Thema. Auf jeden Fall will er hier gerade sagen, guck mal an, der schwört sich auf sich selbst. Gott, ich schwöre, ja, den Schöpfer der Osten, der Westen, so gesehen. Ne? Also Rab. Guck mal, wie krank, und das ist Tauhid. Also habt ihr hier zwei Götter oder was? Allah Tauhid. und auf einen anderen Gott? Wo steht hier ein anderer Gott? Wo? Rab. Rab ist der Herr, Gott. Genauso wie Paulus sagt, wir haben einen Vater, das ist Gott, und wir haben einen Herrn. Ja? Und es heißt es, dass es zwei Götter sind. In der Bibel steht es genauso. Nicht Gottes Wort, glaub es mir. Du hast schon längst viele, viele Sachen entdeckt, die wo du schlucken musst im Islam. Das ist Ja? nicht das Wort Gottes, weil es Rab und Gott steht. Habt ihr das mal gehört hier? Meine Geschwister im Islam, der verleugnet gerade die Bibel. Und wir können jetzt jede Übersetzung nachgucken. Wir schauen erstmal bei der Ahmadiyya vorbei. Was er sagt. 72, Vers 40. Aber nein, ich schwöre beim Herrn des Ostens und des Westens, dass wir imstande sind, besser als sie an ihrer Stelle zu setzen und keiner kann uns hindern. Wer spricht denn hier, wenn das Gottes Worte sind? Ich schwöre beim Herrn des Ostens, Allah schwört auf einen Herrn des Ostens. Guck mal, wie krank, und das ist Tauhid. Also habt ihr hier zwei Götter oder was? Zwei Allah Götter. schwört auf einen anderen Gott? Das ist nicht Gottes Wort, glaub es mir. Das ist nicht das Gottes Wort. Habt ihr das gehört? Gleich werden wir aus der Bibel zeigen, ne? Hast schon längst viele, viele Sachen entdeckt, die wo du schlucken musst im Islam. Unglaublich, ja, diese Gestalt. Das ist unglaublich, dass dieser Mensch noch reden darf. Im Namen von Jesus. Dass die Christen das noch zulassen, das ist der Hit. Das ist der Hit überhaupt. Das ist. Ja, wo du die ganze Zeit alles verdrehst, verheimlichst und täuschst. Ja, und so oberflächlich gehst du dann auch mit deiner Seele um. Und eines Tages wirst du dann zur Hölle fahren. Ich glaube, der redet von sich selbst. Sieht er sich gerade im Spiegel oder wie? Oder was sieht er da gerade? Ganz ehrlich, hallo Amir, redest du gerade von dir selbst? Unglaublich, der beleidigt gerade Gott in der Bibel. Ja, so oft wird der Vater genannt, Vater als Gott genannt. Und Gott wird auch als Gott genannt. Heißt der zwei Götter oder was? Ist ja genau dasselbe. Christen, die wiedergeborenen Christen, werden ins ewige Leben eingehen. Du und deine gehirngewaschenen Aussagen. Das ist unglaublich. Dieser Mensch redet wirklich von sich selbst. Du Unglaublich. verfügst ja mit Tausenden von kleinen Muslimen, die dir ja deine Lügen ja So abkaufen. Unzucht Das ist pur, wirklich unfassbar. Keiner von unglaublich. denen setzt sich mal aufrichtig hin und überprüft mal, was du da sagst. Überprüfe. Ey, la ilaha illallah. Wir gucken uns ein bisschen weiter. Das ist lustig, wirklich. Zum Kaputtlachen. Wirklich, kaputtlachen. Einfach, ah, gut, Pierre Vogel hat was gesagt, da ist ja schon gut.
ist ja Wahnsinn. Wie kann man so mit seiner Seele umgehen? Das ist ja krank, ehrlich. Es ist krank. Man muss alles überprüfen. Nachgehen, studieren. Was hast du geprüft, du Scharlatan? Degelios, Citenso, Mamitenso. Was hast du geprüft? Von wo, was, Mann? Wir kommen gleich, ja, was er da sagt. Unglaublich, ja. Gleich kommen wir noch zum Hit. Also es kommt gleich noch. Es wird wirklich eine Comedy-Show. Comedy pur. Hinsetzen. Hinsetzen und studieren und reden. Ja, das ist ein richtiger Gargamel, ey. Gargamel pur. Ja. Wirklich sich Zeit dafür nehmen, weil... Zeit dafür nehmen. Ey, wenn er Zeit dafür nehmen würde, dann würde er die ganzen Bibelstellen kennen. Unglaublich. Dann werden wir ja sterben, wie ich ja gesagt habe. Und dann... Dann lässt er hier das Video zum Wem betet Allah. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich herausfinden, was mit unserer kostbaren Seele passiert nach dem Tod. Und wo sie hingeht. Verlogene Seele, ey. Und deswegen, mir lag etwas an meiner Seele und ich musste es herausfinden, was mit meiner Seele passiert. Ja? Guck mal hier, die Übersetzung von Dings. Wie heißt der? Rudi Paré. Auch er sagt, nein, doch ich schwöre beim Herrn des Ostens und des Westens, wir sind imstande, Leute gegen sie einzutauschen, die besser sind als sie. Keiner kann uns daran hindern, einen solchen Tausch vorzunehmen. Siehst du, wenn das Gottes Worte sind und Allah hier spricht, er spricht ja in der Ich-Form. Nein, doch, ich schwöre beim Herrn des Ostens, bei welchem Herrn des Ostens schwört denn Allah, wenn er selber der Gott ist? Nein, ich gehe mal kurz die Zeit. Das ist Comedy-Show, wirklich. Gleich kommen die Bibelstellen. Pack, 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 ohne Ende. Oh Mann, Mann, Mann. Peinlich. Ja, ihr glaubt doch an den Monotheismus, den Tauhid. Dass Allah einer ist. Ahad. Kullu Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Kun. Oh Mann, ey. Ahad. Ja? Er denkt, er hat jetzt was. Er denkt so, hier, der Beweis, ich kann Arabisch, so ungefähr. Allah ist einer. Und bei wem schwört denn Allah, wenn er einer ist? Da muss doch irgendjemand noch neben ihm sein. Also weil Gott schwört auf sich selbst, sind es zwei Götter so gesehen, sagt er. Habt ihr gehört? Ne? Weil er auf sich selber schwört. Oder sind das nicht Gottes Wort? Oder wie spricht denn hier? Wenn du mir sagst, dass Allah in der Wir-Form spricht, in Pluralis Majestätis, dann ist das nachvollziehbar, dass er wie ein König spricht. Aber bei wem schwört denn hier diese Person? Es muss sich auch Allahs Wort, ist doch Gottes Wort, oder nicht? Wer schwört hier beim Herrn des Ostens? Dem Koran kann man gar nicht glauben. Der Koran ist ein fehlerhaftes Buch ohne Ende. Fehler. Ohne Ende. Was? Also er hat jetzt gerade zugegeben, dass die Bibel Fehler hat. Herausgefunden habe, ist unfassbar. Und ich danke Gott, dass ich diese Aufklärungsarbeit mache für den einen oder anderen Muslim. Der wenigstens schlau ist und sagt... Okay, wir zeigen mal jetzt die Bibelstellen, das reicht. So, wir gehen mal hier einfach mal rein hier. Und zwar Genesis Kapitel 22, Vers 15. Genesis Kapitel 22, Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, Gott schwört auf sich selbst. Hier, spricht der Herr, ja, und so weiter, weil du solches getan hast und deines einzigen Sohnes nicht verschont hast und so weiter. Das ist ja diese Stelle mit Genesis und mit Abraham, Ismail, Isaac, wie auch immer. Ja, also Gott schwört auf sich selbst. Haben wir die Stelle hier? Wir haben die Stelle hier. Jetzt hier oben haben wir natürlich mehrere Stellen. Ich will nicht beim Herrn, dem Gott des Himmel und dem Gott der Erde schwören lassen. Warum der Herr und der Gott, warum will er schwören lassen? Herrn, dem Gott. Der Herr ist doch Gott. Kann man auch genauso hier. Also er schwört auf sich selbst. Und hier, ich will bei dem Herrn, dem Gott, dem Himmel und dem Gott der Erde schwören lassen. Ja? Herrn und Gott. Also es ist alles dasselbe. Jesaja Kapitel 19, Vers 18. Am jenen Tage werden 5 Städte im Land Ägypten Sprache Kanaan sprechen und sich mit dem Herrn, jetzt kommt's, der Herrscherin, Sabor, ja? Schwur verbinden. Am jenen Tage werden 5 Städte im Land Ägypten die Sprache Kanaan sprechen und sich mit dem Herrn der Herrscherin, also Herrn der Herrscherin. Warum der Herrn der Herrscherin? Wer ist es? Wieso schwört Gott auf sich selbst? Oder Gott der Gott? Gott der Gott. Das ist dasselbe. Gott der Herrscherin. Gott ist doch der Gott. Warum Herrn der Herrscherin?
ist dasselbe. Aber wir machen jetzt hier weiter. Also es ist Jesaja Kapitel 19, Vers 18. Ne? Dann haben wir das schon hier gehabt. Also wie gesagt, hier, und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal im Himmel und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, bei mir selbst geschworen. Gott schwört auf sich selbst. Micha Kapitel 7, Vers 18 bis 20. Wer ist, o Gott, wie du, der der Sünde vergibst, auf dem Rest seines Erbteils die Übertretung erlässt, denn sein Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Bosheit bezwingen. Und du wirst alle in ihre Sünde in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob freulich geben und Abraham gnädig halten, was du unseren Vätern vorlängst geschworen hast. Wer hat geschworen hier? Wer? Gott. Auf was hat er geschworen? Allahu a'lam. Offen. Auf jeden Fall hat hier Gott geschworen, ne? Dann Ezekiel Kapitel 20, Vers 5, und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, an dem Tage, als ich Israel erwählte und dem Samen des Hauses Jakob schwur, wieder schwur. Wer schwört hier? Und spricht zu ihnen, so spricht Gott. Der Herr, Gott der Herr, an dem Tage, als ich Israel erwählte und auf dem Städtenhaus Jakob schwur. Also wieder, Gott schwört auf sich selbst. Psalm 95, Vers 11, so dass ich schwur in meinem Zorn. Ja, also wir haben hier mehrere Stellen hier. Jesaja Kapitel 45, Vers 23. Bei mir selbst habe ich geschworen, von meinem Mund ist Gerechtigkeit ausgegangen. Also dass Gott auf sich selber schwört, das heißt nicht, dass es da irgendwas anderes noch gibt. Ja, eine höhere Macht gibt, dass Gott zu Gott schwört, dass es zwei Götter gemeint sind. Das ist hier keineswegs gemeint. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran hier, فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ. Nein, ich schwöre beim Rab. Nicht vergessen, Rab. Weißt du, was Rab bedeutet? Rab heißt der Erschaffer, der Versorger, der Lenker, der Osten und der Westen. Das Allah, hier ist der Beweis dafür, Tauhid eigentlich. Ich, Allah, ich schwöre beim Herrn, beim Rab, bei dem Schöpfer, der Osten und der Westen. Wir haben fürwahr die Macht dazu. Das ist einfach nur die Herrschaft, dass man nochmal erinnert, dass man weiß, dass Osten ist ja eigentlich gemeint, hier ist ja Osten, am besten ist nur Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gemeint. Ja, das ist nur, damit ihr Bescheid weißt, dass derjenige, der die Sonne aufgehen lässt, untergehen lässt, dass es der Rab ist, dass es der Herr ist, der Rab, Rabbil Alamin. Ja, hier steht nichts von zwei Herren, zwei Götter. Aber dieser Mensch, dieser Gestalt, ist er so verlogen, der ist ja gegen die Bibel, haben wir schon gezeigt, dass er dasselbe Stellen kommt, so ungefähr auch sinngemäß in der Bibel vor, dass Gott auf sich selber schwört, ist er bekannt. Ja, also ich schwöre beim Herrn, ich schwöre beim Rab, bei dem, der die Sonne und aufgehen lässt. Dass es dieselbe Person ist. Und Westen, wir haben fürwahr die Macht dazu. Also klar und deutlich mit Bibel vereinbar und keineswegs widersprüchlich. Weil hier in diesen ganzen Stellen, was wir hier haben, Gott schwört auf sich selbst, sind keine zwei Götter. In der Bibel genauso wenig. Ja, unglaublich. Jetzt machen wir weiter hier. Jetzt haben wir hier eine Stelle, wo er denkt wirklich, dass er antwortet gerade auf Pierre Vogel. Und er denkt, jetzt haben wir hier eine Stelle, wo er denkt wirklich, wo er ganz genau weiß, ja, dass er nicht antworten wird. Der Pierre Vogel, ja, Abu Hamza, er weiß ganz genau, er wird nicht auf ihn antworten. Deswegen sucht er immer wieder ihn aus, weil er weiß ganz genau, er wird ja sowieso nicht antworten. Das ist seine Masche. Er weiß ganz genau, dass Pierre Vogel sowieso ihn ignoriert und gar nicht in Ernst nimmt. Ja, das ist ihm bekannt. Deswegen geht er auf seine Videos ein und dann heißt es, ja, hat ihn geantwortet. Ich habe Pierre Vogel platt gemacht, hier eine Stunde, ja. Aber lebe. Ich möchte nicht gerne auf solche Debatten. Und ganz ehrlich gesagt, das Video von ihm geht bestimmt richtig lange, wo er bestimmt detailliert erklärt, ja, aber es geht ja, darauf geht er auch nicht ein. Der holt nur einen Satz und sucht einfach, das war's, und dann manipuliert er. Spiel mal einfach mal von Pierre Vogel das ganze Video einfach mal ab, da hättest du schon die Antwort bekommen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht hier, das ist mein Video, ja, viel früher, also schon ein paar Monate her. Wann haben wir das Video gemacht hier überhaupt? Wo sieht man das denn hier? Hier, 15.09. am 16.09.2018. Ja, hier wurde das Video gemacht hier, am 16.09.2018. Ja,
sieht das. Da habe ich schon ein Video gemacht und das schon alles erklärt. Deswegen will ich das gleich auch nur abspielen. Aber ich finde, hier gibt es was zu lachen. Ihr wollt doch alle lachen, oder? Wollen wir ein bisschen lachen? Wir wollen ein bisschen lachen. Wir wollen auch ein bisschen Spaß haben. Muslime haben auch, alhamdulillah, Spaß. Muslime haben Spaß. Und es macht uns auch Spaß, Amir auf Amir zu antworten. Und wir werden jetzt eine Sache hören. Katastrophe, das passiert, wenn Allah jemanden erniedrigt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden erniedrigt, passiert genau das, was er jetzt hier sagt. Unglaublich, ich kann es nicht fassen, aber Alhamdulillah, dass Amir gibt. Alhamdulillah für die Dawah, Alhamdulillah für die Wahrheit, dass er einfach unterscheidet die Menschen, die die Lüge folgen, bewusst, absichtlich, und die Menschen, die vielleicht doch die Wahrheit folgen wollen und die dann den geraden Weg gehen. Das ist Alhamdulillah, das macht er für uns. Weil die Leute, die Amir folgen vom Herzen aus, nachdem sie alles gesehen haben bis jetzt, diese Menschen sind gar nicht mehr zu retten, diese Menschen können dann, kann man einfach wegkloppen. Wir gucken uns jetzt hier mal an, was er hier sagt. Also ich möchte das nicht gerne auf den Mann bringen. Ich verstehe das nicht. Aber aus der Frage heraus, ja, kommt es mir so vor, als wäre es nicht richtig gut beantwortet worden wäre, weil ansonsten würde der Bruder hier nicht die Frage stellen. Ja? Aus der Debatte, also zwischen einem christlichen Missionar und einem Muslim, behauptete dieser christliche Missionar, dass Allah betet in Sure 33, Vers 56. Jetzt, hört mal. Ja, er betet wirklich. Yusalli Allah heißt nämlich auf ihn beten und ihn nicht segnen. Ich bin mal auf Google einfach gegangen und habe mal einfach in Google eingegeben auf Arabisch und Deutsch, was mit beten übersetzt wird. Guck mal hier. Segnen auf Arabisch. Was steht da? Barak. Segnen, Yubarik. Und Baraka hat... Wir nehmen jetzt einfach die Quelle von Amir, damit er einfach ruhig wird. Okay, wir nehmen jetzt auch Google und geben einfach mal ein. Aber wir nehmen das ganze Satz. Wir müssen den ganzen Satz nehmen. Nicht nur das eine Wort, sondern das ganze Satz. Weil wie gesagt, es kommt immer auf den Satz an. Und nutzen auch mal Google Translator. Mal gucken, was da geschrieben steht. Wie Amir manipuliert. Guckt mal euch mal an. Wir sind hier bei Arabisch, Deutsch. Google, Arabisch, Deutsch, hier, wir geben einfach mal hier mal Segen ein, ja, machen wir mal so, Deutsch, Segen, Baraka, Ami, Baraka, ja, jetzt machen wir einfach mal andersrum hier, ja, wir nehmen das Arabisch hier weg, wir nehmen das aber das volle Satz, das ganze Satz, was ist das ganze Satz, Sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel, ja, man soll auf den oder für den Propheten beten. Allah subhanahu wa ta'ala hat für den Propheten, für ihn gebetet, obwohl Allah was anderes bedeutete. Allah heißt auf. Was machen wir jetzt hier? Drücken wir auf die Plätze. Los. Nein, wir zählen lieber bis drei. Eins, zwei, drei. Hier. Sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen Allahs sei auf ihm. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Jetzt wird er sagen, Google gehört zu Muslimen. Jetzt wird er sagen, Google gehört zu Muslimen. Nein, das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Google wird manipuliert. Google gehört auch zu Muslimen hier. Mach mal wieder Kamera hier rauf. Friede und Segen Allahs sei auf ihm. Sallallahu. Ja, Segen. Frieden, Segen. Ja, also Sallallahu, Salah. Ja, Alayhi, Alayhi, auf den Propheten. Salah. Hier das Wort Salah. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel wegmachen würden. So. Und dann so. Er betete. Schon haben wir erbetete. Ja. Sauberei wird er jetzt sagen. Dämon. Der Ramazan ist ein Dämon. Der ändert hier die Wörter. Der hat die Kontrolle über Google. Sheikh Google. Habe ich die Kontrolle über Google, Amir? Betete. Salah, betete. Aber hier, guck mal, wenn wir den ganzen Satz nehmen. Hier. Frieden und Segen. Allahs Segen sei auf ihm. Warum? Weil das so ist. Es kommt auf den Satz an.
auf den Satz an, aber du versuchst zu manipulieren. Du kannst es selber nehmen und einfach sagen, ja so, nimm den ganzen Satz, mach rein auf Google. Chalas, mach rein, du wirst die Antwort sogar über Google bekommen. Du wirst sogar Antwort über Google bekommen. Was macht er? Er manipuliert. Er nimmt Salah, das Wort Salah, und sagt, hier, das heißt das Gebet. Und sallallahu alaihi wasallam nimmt er gar nicht. Das kommt immer auf den Satz an. Ja? Und Google hat es erkannt. Nimm es auch wahr. Keep it real. Ja? Das ist so. Und das ist dein Sheikh. Sheikh Google, du hast es eingegeben. Nimm es an. Das ist eine neutrale Seite. Er weiß, er hat bestimmt schon mal so, ich weiß nicht, ob er das eingegeben hat, aber dass er so ein Lügner ist, dass er so manipuliert, dass er so ein Dajjalius ist. Ja, unglaublich. Widerwärtig. Einfach nur widerwärtig. Dieser Depp. Es gibt so viele Nisalen Arab, ja, so viele Lexika und so weiter. Der geht bei Google. Google eingeben, ein Wort, und denkt, der hat dann die Antwort. Subhanallah, dass er so auf den Kopf gefallen ist, dass er Google Translator benutzt für manche Wörter. In Arabischen, in Hebräischen gibt es auch manche Wörter, die haben andere Bedeutungen, in Griechischen und so weiter. Dann nutzt er dieses Wort in Google, gibt er ein und sagt, guck mal, dieses Wort hat so zu bedeuten. Ja, das ist doch Kindergarten pur, oder? Kindergarten pur. Segnen oder Segen sprechen, das bedeutet segnen und gesegnet werden oder Segen aussprechen und nicht. Also ich würde darauf sowieso antworten, ich habe ein Video gemacht, ich würde es gleich einblenden, aber ich will nochmal, ich finde, hier gibt es was zu lachen. Yusalluna, das ist Salah, das ist Beten, das ist immer eine Aktion des Gebets, Beten. Salah bedeutet Beten. Unabhängiges Programm, was weder auf meiner Seite ist, noch auf deiner Seite. Was für Programm? Ich habe einfach so aus Jux und Dollerei gemacht, was dort steht. Und Google Translator unabhängig. Google Translator ist unabhängig. Beten auf Arabisch haben wir, aha, Al-Salah, siehst du? Al-Salah. Das Problem ist, dass die Muslime diese Katastrophe versuchen zu verhindern. Sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen Allahs sei auf ihm. Aber diese Katastrophe kann man nicht mehr hindern, weil Mohammed. Diese Katastrophe steht in Bukhari geschrieben. Ibn Abbas sagt es, du Holzkopf. Ja, du Depp. Ibn Abbas sagt in Bukhari, was dieses Salah, Yusalluna ala Nabi, was es zu bedeuten hat. Das sagt Ibn Abbas. Ja, selber Araber ist, verstehst du? Ibn Abbas, Mann, vom Propheten. Sahaba, ja, wir reden jetzt nicht von irgendjemandem Person, ja, der in der Zeit von Propheten gelebt hat. Weil er selber Araber ist und das in der Debatte. Und der weiß besser als Ibn Abbas. Guck dir mal den Titel von deinem Video an oder von dem Video, was du da gemacht hast. Betet Allah den Propheten an. Betet Allah den Propheten an. Hier geht es nicht darum, dass Allah den Propheten anbetet. Jetzt hört mal. Nein, er betet für ihn. Er betet für ihn. Yusalli Ala heißt nämlich auf ihn beten. Yusalli Ala heißt nämlich auf ihn beten. Und wenn er für ihn betet, dann muss er zu jemandem beten. Guck mal hier, was sein Titel eigentlich ist. Zu wem betet Allah? Er hat es doch selber so betitelt. Hier, zu wem betet Allah? Nicht für ihn, sondern zu wem betet Allah? Aber egal, das ist nicht das Thema jetzt gerade. Wir gehen ihn zu bitten. Das ist genauso, wie als wenn ich sage, Pierre Vogel, ich bete für dich. Wenn ich für dich bete, Pierre Vogel, dann muss ich zu Gott beten, um für dich zu beten. Und genau das macht Allah. Guck mal, wie Allah ihn erniedrigt hat. Vorhin hat er es eigentlich richtig gesagt. Ja, vorhin meinte er auf. Auf. Jetzt sagt er gerade für. Wie Allah ihn von einer Minute zur anderen Minute erniedrigt gerade. Weil auf, wenn man schon falsch übersetzt, wenn man schon falsch nehmen will, dann heißt es, weil es steht der Allah, Yusalli Allah, Yusalli Allah Nabi. Und er nimmt hier gerade auf, vor ein paar Minuten hat er noch aufgesagt, jetzt sagt er für. Hört euch mal an, das ist wirklich kaputt zu lachen. Ich finde, das ist das Peinlichste überhaupt. Das ist das unglaublich, wenn man nicht Arabisch kann, nicht mal Arabisch Alphabet kann. Und niemanden hat, der vertrauenswürdig ist und nicht jemanden hat, den man fragen kann, dann macht man so leichte Fehler.
So leichte Fehler. Unglaublich. Für Mohammed. Er sagt, Pihore, das ist doch Lüge. Ich habe nie gesagt, dass Allah den Propheten angebetet hat. Sondern für gebetet hat. Für. Er sagt für. Guck mal, hört euch das mal an. Unglaublich, wirklich. Debatte zugegeben hat. Und guck dir mal den Titel von deinem Video an oder von dem Video, was du da gemacht hast. Betet Allah den Propheten an. Hier geht es nicht darum, dass... Weil Pierre Vogel es auch versteht, was es bedeutet im Arabischen, was zu bedeuten haben kann, wenn man es falsch deutet. Deswegen. Aber hört mal, was er jetzt sagt. Hier geht es nicht darum. Ich mache mal ein bisschen wieder zurück, weil es ist wirklich kaputt zu lachen. Das ist der Hit überhaupt. Betet Allah den Propheten an. Betet Allah den Propheten an. Hier geht es nicht darum, dass Allah den Propheten anbetet. Nein, er betet für ihn. Für ihn betet, da musst du zu jemandem beten, um für ihn zu beten. Das ist genauso, wie als wenn ich sage, Pierre Vogel, ich bete für dich. Wenn ich für dich bete, Pierre Vogel, dann muss ich zu Gott beten, um für dich zu beten. Und genau das macht Allah. Er betet für Mohammed. Nein. Deswegen war die Frage von David Wood. Ja, wenn Allah Gott ist, zu wem bist du? Das ist krass. Das ist krass. Und das ist eine berechtigte Frage. Und Mohammed Hijab hat das zugegeben. Nur er wurde erwischt, weil das ja aufgenommen wurde. Und die Muslime haben den ja quasi richtig bedrängt, haben gesagt, was hast du für eine Kacke da erzählt? Wie Allah betet für den Propheten? Also nochmal. Und der kam dann nicht mehr da. Mohammed Hijab hat das Richtige gesagt, denn es ist aufgemalt. Allah! Mach mal die Kamera auf mich. Jetzt, ey, das ist wirklich Comedy-Show. Comedy-Show. Er sagt, also ich versuche nochmal aufzuklären, Pierre Vogel sagt, manche sagen dann, Allah subhanahu wa ta'ala betet auf den Propheten. Auf den Propheten. Yusallu alen Nabi. Yusallu alen Nabi. Allah. Allah heißt auf. Ja? Und er sagt, nein. Also wenn man das jetzt Wort für Wort so nimmt, ohne, dass man ohne Wissen Verständnis nimmt, ja? Ohne Wissen und Verständnis nimmt ein arabischen Wort für Wort. Allah, auf. Er sagt, nein, das haben wir nie gesagt. So haben wir nicht geredet. So haben wir doch gar nicht gesagt, Pierre Vogel. Wir sagen, dass Allah für den Propheten betet. Aber für kommt er in Arabischen gar nicht vor. 0,0000 ist es so zu verstehen. Weil sonst würde heißen Salatu Lil Nabi und nicht Alen Nabi. Ja, das ist der Unterschied. Allah, Lil, ja, das musst du einfach wissen. Li, Allah und so Allah. Das musst du einfach wissen, aber du weißt es ja nicht. Ja, das ist unglaublich. Er sagt hier gerade, ich hab nicht gesagt, dass man auf den, oder wir meinen das gar nicht. Es gibt keinen Christen, der sagt, dass man auf den Propheten beten muss. Es heißt, man soll für den Propheten beten. Also Allah hat für den Propheten gebetet. Aber Allah heißt auf und nicht für. Allah heißt auf. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Rahman, der Allerbarmer, hat sich auf den Thron erhoben, zum Beispiel. Allah, also in Arabisch, das ist ja klar, jeder Araber, der weiß, was Allah bedeutet. Ja? Allah heißt auf. Da ist nicht hier für, ist gar nicht die Rede in Arabischen. 0,0. Kein Mensch hat für gesagt oder für verstanden oder verstehen lassen oder so. So überhaupt, Jani, kann man gar nicht daraus verstehen. Aber dieser Mensch weiß nicht, was er da redet. Das ist einfach richtiger Depp. Ich sag ganz ehrlich, richtiger Holzkopf. Ja, also der erniedrigt sich immer wieder. Also der wird immer wieder erniedrigt. Unglaublich. Schmarotzer pur. Ja, also ich kann es nicht verstehen. Er sagt Allah, es heißt für. Seit wann heißt Allah für. Also das ist unglaublich. Also inna Allaha wa malaikatahu Yusalluna alen Nabi. Ja? Nicht Lil Nabi oder so. Ja? Yusalluna alen Nabi. Und das heißt auf den Propheten, wenn überhaupt. Ja? Dass Allah auf den Propheten betet. Aber das kann man so oder nicht verstehen. Denn Bukhari sagt es, das sagen alle Exegesen. Es gibt keinen einzigen seit dem Propheten bis heute, der so was verstanden hat. Der diese Eier gehört hat, man zitiert es immer im Gebet und so weiter. Stellt euch mal, der Prophet sagt ja, er soll auf sich beten, auf ihn beten.
Ja, Sahaba hätten schon längst getan und oder ihn gefragt, was meinst du, wie sollen auf dich beten? Ja, keiner hat diese Frage, hat Ibn Abbas einfach gefragt, wie ist es zu verstehen, und Ibn Abbas, der Prophet hat ihn beantwortet, und deswegen kommt es auch bei Bukhari vor. Wir werden jetzt nicht weiter reden, also ich finde es lächerlich, das ist wirklich Schmarotzer pur, Gandabatscha pur, Unzucht pur, alles mittendrin, Gargamel pur, und es gibt nicht viel zu reden, ja, also Allah heißt für ihn. Der soll weiter lernen. Erstmal Alphabet lernen, würde ich mal sagen, ja. Elif B lernen. Ich kann dir auch eine App schicken, inshallah. Dann kannst du viel schneller lernen, ja. Allahu alam, so ein paar Tage, eine Woche, zwei Wochen. Dann kannst du erstmal Elif B lernen. Also ich kann es wirklich, das ist unglaublich, dass dieser Mensch. Jetzt werden wir einfach nur unser Video hier abspielen, weil das ist peinlich. Der soll weiter sich erniedrigen, ja. Der soll selber weiter solche Videos machen. Der erniedrigt sich nur, der macht sich nur ins Lächerliche, zieht er nur. Allah heißt für. Mach weiter so, Amir. Danke, danke, danke für deine Videos. Weil ich musste sofort antworten. Gleich am selben Tag. Wir haben 11:45 und Alhamdulillah, paar Stunden später und zwei Stunden später habe ich gleich versucht zu beantworten. Wir werden jetzt das Video hier anschauen, weil ich werde nicht das Thema wieder eingehen. Ich werde einfach dieses Video hier abspielen lassen und ihr könnt euch gerne anschauen. Und da wird er hier sein Thema, hier sein Salah mit Bukhari, mit Exegeten, mit Imam Suyuti. Vom Propheten bis heute hin hat keiner verstanden, wenn Allah Salah vorkommt, ja, Yusalluna ala Nabi, ja, vorkommen sollte, dass damit gemeint ist, dass man auf den Propheten beten soll, ja. Aber dieser Holzkopf, ich weiß auch, dass in Hebräischen, das habe ich hier im Video gar nicht erwähnt, in Hebräischen kommt es auch vor, in der Bibel, das Wort in Hebräischen, aber ich habe es bis jetzt nicht gefunden, weil ich habe es vergessen, aber inshallah, wenn es jemand weiß, kann er mir auf jeden Fall anschreiben, über WhatsApp oder so, aber wenn ich das wieder herausfinden sollte, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen, eine Minute, und diese Stelle aus der Bibel nehmen, aus hebräischen Originaltext, ja, auch nochmal aufzeigen, dass manchmal Gott anbeten in Hebräischen, anbeten bedeutet, und manchmal heißt es Segnungen. Manchmal heißt es Segnung. In Hebräischen gibt es auch dieses Wort. Ich habe es aber vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Das ist schon jahrelang her, wo ich das einmal bekommen habe von einem Theologen. Aber ich habe es jetzt vergessen. Das kommt, wie gesagt, auch in Hebräischen vor, wo Gott genannt wird, also Anbetung genannt wird, das gleiche Wort benutzt wird. Und einmal auch Segnungen, das gleiche Wort für Anbetung, ja auch Segnungen bedeutet im Hebräischen. Aber das werden wir inshallah dann aufzeigen, wenn wir das wieder haben. Also hier wird das erwähnt. Ich werde einfach abspielen. Viel Spaß damit. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, möge Allah auf ihn beten und ihn grüßen. Also hört mal an, ja. Er sagt, Allah, möge Allah auf ihn beten. Macht sich wieder so dieses Lachen, ja so. Hört euch mal an. Den grüßen sprach, ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben. Ich schwöre bei den Grüßen, möge Allah auf ihn beten und ihn. Möge Allah auf ihn beten. Weil hier steht geschrieben, sallallahu alaihi wasallam, Frieden, Segen sei auf ihm. Er sagt, da steht das Salah drauf. Salah bedeutet auch Gebet. Möge Allah auf ihn beten. Kann dieser Mensch Arabisch? Nein. Er soll mir mal einen einzigen Araber zeigen, irgendeinen Gelehrten, egal wer, jemand, der bekannt ist, einen anerkannten Gelehrten, der sagt, Salah bedeutet nur Gebet. Der Assel, der Ursprung von diesem Wort Salah kommt von Bittgebet. Vom Bittgebet und nicht vom Gebet. Ja, vom Bittgebet. Und es hat mehrere Bedeutungen. Es hat sehr viele Bedeutungen. Wir werden erstmal vom Bukhari nehmen. Hier Bukhari. Wir haben hier Sahih Bukhari. Was Ibn Abbas gesagt hat. Ibn Abbas sagt, wir werden es auch hier unten auf Arabisch einblenden, sagt, dieses Wort kommt ja eigentlich von was? Von Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Surat al-Ahzab, Aya 54. Da kommt das Wort im Koran. Im Koran heißt es, dass Allah und die Engel Salah machen auf den Propheten, o ihr Gläubigen, so gibt, also macht Salah auf den Propheten und grüßt ihn halt, ja. So steht es hier geschrieben, sinngemäß Übersetzung. Und Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Ibn Abbas sagt hier, könnt ihr unten sehen, eingeblendet, ja? Hier steht geschrieben, Ibn Abbas sagt, yusalluna ist gemeint, das Bittgebet, Rahme, Allahs Rahme auf den Propheten. Bukhari, unsere Quelle,
Ibn Abbas in der Zeit vom Propheten gelebt. Was wollen wir noch? Und Amir Arapur und Shaitan Pur sagt, Allahs Gebet auf ihn. Allah betet auf ihn. Ja, könnt ihr euch das mal vorstellen? Ibn Abbas sagt das Bittgebet auf den Propheten Mohammed, Segen, Rahme, weil die, heißt es, ist es damit gemeint. Ja, sagt Ibn Abbas, ist in dieser Ayah aus dem Koran Bittgebet gemeint, das damit so gemeint ist. Was sagt dieser Shaitan Pur oder Christian Prince? Er hat es ja von Christian Prince. Er hat es wirklich von Christian Prince. Das habe ich vor Jahren mal gehört von irgendeinem Christen, die damit versuchen, den Islam anzugreifen. Aber schon lange, lange her, da gab es auch keinen Amir Arapur. Ja, der war in seiner Rap-Szene damals gewesen, vielleicht oder Breakdance, keine Ahnung. Schon ganz, ganz früher gewesen, über Paul Talk haben die diskutiert. Aber wie gesagt, Ibn Abbas in Bukhari steht das so geschrieben. Jetzt haben wir hier Barawi. Sagt, Allahs Rahme ist, Allahs, also Salah, Inna Allaha, ja, wa malaikatahu yusalluna, das Yusalluna ist Rahme gemeint. Und wenn die Engel, Salah, ist Segen gemeint. Dann Imam Suyuti genauso. Jetzt Imam Qutubi sagt genauso. Jetzt, wir müssen nicht jetzt alles aufschlagen hier. Imam Tabari sagt genauso. Ibn Kessir sagt genauso. Jetzt gehen wir hier weiter. Das sind die ganzen Tafsir-Bücher, die Exegeten. Hier haben wir Max Henning. Max Henning ist auf jeden Fall ein Koran, den man nicht empfehlen kann. Da gibt es einige Fehler. Einige Fehler, muss schon zugeben. Kann ich niemandem empfehlen, obwohl es schön übersetzt wurde. Wenn man es so liest, hört sich alles so schön an. Ja? Aber am Ende ist es auf jeden Fall nicht authentisch. Würde ich jetzt niemandem empfehlen. Aber trotz allem ist es nicht ein Muslim gewesen. Max Henning war kein Muslim gewesen. Und hier steht geschrieben, hier wurde übersetzt, hier könnt ihr lesen, 56. Allah, siehe Allah und seine Engel segnen den Propheten. Segen, nicht beten. Das Segen. Eigentlich ist es damit Rahma gemeint, bei den Engeln ist es links gemeint, aber das ist ja nicht das Schlimme, schlimm daran. Segen. Könnt ihr das lesen hier? Das ist Max Henning, ein Nicht-Muslim. Ein Nicht-Muslim. Also hier steht sogar geschrieben, Segen. Ja, das ist wie gesagt eine Übersetzung von einem Nicht-Muslim. So, jetzt haben wir hier, ein Lexikon. Ja, das ist sehr bekannt. Das ist ein Lexikon, arabisch Lexikon. Und hier steht genauso geschrieben, dass damit, wenn Allah halt Allahs Salah, ja, wenn es über auf den Propheten kommt, ist es Rahma gemeint und die Engel ist es Segen gemeint. Und bei den Gläubigen, ja, ist wie gesagt auch Segen gemeint. Segen gemeint. Hier steht es auch genauso geschrieben. Ja, das ist wie gesagt, auch bei Nisan al-Arab steht es geschrieben und so weiter. Hier sind auch viele Quellen, wo es genau so geschrieben steht. Ja, hier sind sehr viele Quellen auch. Ja, also im Arabischen ist es so zu verstehen. Jetzt. Nun, alle sind einig, alle Gelehrte. Könnt ihr mal vorstellen, es gibt nicht mal einen einzigen, der das so versteht, wie Amir Arapur sagt, Shaitan Pur. Aber wie kann man auf diese Gedanken kommen, trotz allem zu sagen, nein, das ist so gemeint? Wenn alle, die ganzen Arabischen, egal wo, in allen Lexikon, Lexika, überall, wenn es so geschrieben steht, in allen Tafsir-Büchern, alle Exegeten, und es gibt nicht mal einen einzigen Gelehrten, der das sagt, so, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Wie kann man sagen, Allah betet den Propheten an, dass es so geschrieben steht? Weil die es mit ihrem Bibel genauso gemacht haben. Das haben die mit ihrem Bibel genauso gemacht. Die haben die Bibel verfälscht auf diese Art und Weise, mit diesen Wortdrehungen. Genau das macht Amir Arapur mit dem Koran. Aber es klappt nicht. Wir haben die Bücher hier, wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnasi wa ta'muna bil marufi, wa yanhauna al munkar, wa tu'minu billahi. Wir sind die Umma, die auserwählt wurde. Wir sind die besten Menschen unter die Menschheit, unter der ganzen Menschheit sind wir die Besten. Warum? Weil wir sein Wort nicht verdrehen, weil wir nicht sein Wort verfälschen, weil wir an das Wort glauben, ja, komplett glauben, weil wir hier alles haben, ja, und nicht wie du auf Lust und Laune alles falsch interpretieren, die Gelehrten, ich meine, das ist arabisch. Das ist nicht hier, geh mal zu deinem Persisch wieder zurück oder zu deinem Iranisch zurück. Das ist arabisch, das ist nicht iranisch. Du kannst, glaube ich, auch nicht iranisch, vergiss mal. Aber auf jeden Fall am Ende versuchst du den Araber zu sagen,
Lexikon, vergiss mal den Araber, weil irgendein Araber wirst du bestimmt finden, ja, so ist es gemeint, ja, weil es auf Wunschvorstellung, ja, nachahmt. Aber am Ende steht hier im Lexikon so geschrieben. Könntest du dir vorstellen, dass im deutschen Lexikon so geschrieben steht, ein Wort auf Deutsch, und du kommst dem Deutschen beizubringen, das Wort, was das Wort zu bedeuten hat? Denn wenn ich jetzt hier auf der, wenn ich jetzt sage, ich gehe Geld abheben bei der Bank, dann kannst du auch nicht verstehen daraus, dass ich auf der Parkbank liegend gerade irgendwie Geld abhebe. Dadurch. Ja, weil Bank, einmal gibt es die Bank, Geld abheben bei der Bank, und einmal liegst du bei der Bank, bei der Parkbank halt. Ja. Das sind zwei verschiedene Sachen, das nennt man einfach homonym. Das Wort bedeutet homonym, wo ein Wort verschiedene Bedeutungen haben kann. Ein Wort kann verschiedene Bedeutungen haben. Es gibt mehrere solche Wörter. Zum Beispiel, Jani, was mir einfällt, ist Kiefer. Ja, einmal gibt es hier den Kiefer und einmal gibt es halt den Baum. Ja, den Baumkiefer oder Pass. Ja, einmal Ball passen und einmal gibt es halt, also Reisepass zum Beispiel, Pass. Ja, da gibt es mehrere Sachen und trotz allem, es hat eine andere Bedeutung, das andere hat eine andere Bedeutung. Das weiß man ganz genau im Satz. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Satz, es kommt immer drauf auf den Satz an. Wenn man sagt Allah, Salah, dann weiß man ganz genau, weiß jeder Araber. Jeder Araber, der halt auch sowas, ja, der in einer Schule war und versteht, weißt du, das ist ja klar und deutlich. Ja, klar und deutlich, dass es dann, wenn auf dem Menschen Salah ist, dann ist es Segen gemeint, genauso. Also es kommt immer drauf an, das ist, weil das ein Assel, also ein Assel, Ursprung schon allein eigentlich Bittgebet bedeutet, im Ursprung. Salah wurde später einfach übernommen, ja. Überall so gesehen, so kann man es verstehen. Und wir haben hier auch eine Stelle aus dem Koran, die klar und deutlich sagt, was das zu bedeuten hat. Hier können wir auch im Koran gucken. Also, das ist die Ayah aus dem Koran, Surah Baqarah, Ayah 157. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier im Koran, hier wie ihr lesen könnt, Ula'ika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, wa ula'ika humul muhtadun. Ja? Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden. Und sie sind die Rechtgeleiten. Also im Koran ist es genauso gemeint. Im Koran ist es genauso gemeint wie hier, wie überall im Bukhari und ganzen Exegeten. Im Koran haben wir hier bei Imam Qutubi, Imam Suyuti, Imam Barawi, ja, Ibn Kessir. Ja, da haben wir hier das auch noch, da haben wir Bukhari auch noch. Nein, Allah betet den Propheten an, heißt es ja. Machen sich lustig, was ist das? Das ist doch nicht normal. Das ist doch krank. Krank pur ist das, Arapur. Krank pur, ganz ehrlich gesagt. Ich kann das wirklich nicht verstehen, dass diese Menschen so gestört sind, dass sie die arabische Sprache schon ändern. Die Arabern beibringen, die Araber, ich meine, kann nicht mal ein einziges Wort Arabisch, sagt er ja selber, ja. Und Christian Prince werden wir auch nochmal zeigen, sein Arabisch, was er da falsch vorliest und so weiter. Ja, das werden wir auch nochmal zeigen. Und außerdem wird es in der Bibel prophezeit, in der Bibel wird es prophezeit, dass man Segenswünsche aussprechen soll für den Propheten, ja, und dass man für ihn beten soll. Das werden wir mal hier mal lesen, wir haben hier Surat al-Ahzab, wie gesagt, hier. 56 müsste es sein eigentlich, 56 genau. Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. O, die ihr glaubt, ya ayyuhalladhina amanu. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Das ist der Ayah aus dem Koran, wie gesagt. Und jetzt, hier haben wir die Bibel dazu. Wir werden mal hier so parallel machen hier. Hier seht ihr 72, Vers 15, Salmen. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, Mohammed in der Bibel, Teil 2. Für die Leute, die das nicht kennen, die sollten das Video anschauen. Ist sehr interessant. Das haben wir in Fett hier gedreht. Hier steht geschrieben, er wird leben und man wird von ihnen Gold aus Reich Arabien geben. Aha, Arabien. Ja, und man wird immer da für ihn beten, täglich wird man ihn segnen. So wie es hier geschrieben steht. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen. Ja, täglich wird man ihn segnen und für ihn beten. Wir ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Also beten in dem Sinne wie Salah, weil Salah bedeutet Gebet und Beten. Ja, ursprünglich wie gesagt Bittgebet, dass man für ihn bittet, das ist ja damit auch gemeint. Dass man für ihn betet, ja, für ihn beten, ist ja Bittgebete gemeint.
Ja, dass man für ihn beten, Bittgebete macht. Was machen wir? Sallallahu alaihi wasallam oder Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad und so weiter. Ja, das sind Salat, also man spricht so gesehen die Bittgebete für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hier steht geschrieben, für ihn wird man beten. Täglich wird man ihn segnen. Wen segnet man heute täglich? Zeig mir eine einzige Person, den man täglich segnet. Hier genau dieselbe Stelle im Koran. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Und hier steht geschrieben, und man wird immer da für ihn beten und täglich wird man ihn segnen. Salmen 72, Vers 15, Sura Ahzab, Ayah 56. So steht es geschrieben. Man soll täglich für ihn beten. Für wen? Zeigt mir eine einzige Person, für den man täglich gebeten hat, von Anfang, von Adam bis heute. Ja, wo man Segenswünsche ausgesprochen hat. Außer der Prophet Mohammed gibt es keinen einzigen. Nur der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, Frieden, Segen sei auf den Propheten Mohammed. Kein weiterer. Kommt an dich mit Jesus. Jesus ist euer Gott. Für Jesus betet man nicht. Jesus betet man an. Jesus segnet man nicht. Jesus ist das Segen. Deswegen könnt ihr gar nicht sagen, damit ist Jesus gemeint. Weil einer hat gesagt, damit ist Jesus gemeint. Ich habe gesagt, für Jesus betet ihr? Ihr betet Jesus doch an. Also ja, stimmt. Das kann ja gar nicht Jesus gewesen sein. Das ist Salomo gewesen. Zeigt mir mal eine einzige Quelle, wo man Salomo für Salomo gebeten hat, also Bittgebete gesprochen hat und Segenswünsche. Zeigt mir mal eine einzige Quelle. Keine einzige Quelle. Ich habe die ganzen Exegeten angeschaut, die jüdischen und so weiter, und die wissen gar nicht. Die spekulieren auf den einen, auf den anderen kann es sein. Das war ein Unbekannter gewesen, wer auch immer. Aber hier steht, und man wird immer da für ihn beten, täglich wird man ihn segnen. Allahumma salli ala Muhammad, kama sallit ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ja, so steht es geschrieben bei uns, dass man Frieden, Segen sei auf den Propheten sprechen sollte. Und deswegen sagen wir mal, wenn wir seinen Namen hören, Frieden, Segen sei auf den Propheten. Weil die Prophezeiung sich erfüllt hat, wie es hier in Salmen geschrieben steht. Genauso wie im Koran befohlen wird. Im Koran wird befohlen, im Salmen wird prophezeit. Und die Prophezeiung hat sich erfüllt. Und ihr wird es nicht annehmen, weil ihr eure Seelen verkauft an den Satan.